Hallo bei euremehl.com, ich möchte mit euch heute Krautrouladen zubereiten und wir brauchen dafür Kraut, faschiertes gekochten Reis, Zwiebel, Frühlingszwiebel, Petersilie, Paradeismark, etwas Hamburger Speck, an Gewürzen Salz, Pfeffer, Paprika und Knoblauch. Und etwas Wasser oder Suppe zum Ablöschen. Ich habe mal Wasser zum Kochen gebracht, weil ich unsere Krautblätter ja blanchieren möchte. Sonst lassen sie sich nicht rollen. Und da schneidet man sie dann ganz einfach beim Strunk ein, hebt das vorsichtig an und so gehen sie dann relativ schön vom Krautkopf herunter, ohne dass man sie komplett zerstört. Aus den Blättern entferne ich jetzt den dicken Strunk, weil der würde sich nicht rollen lassen. Und ich lege sie jetzt für eine Minute in das kochende Wasser. Wirklich nur ganz kurz blanchieren. Das Wasser dann nicht weggießen. Das nehmen wir dann fürs Aufgießen noch für unsere Soße. Für unsere Soße habe ich einmal die Zwiebeln angeschwitzt. Ich gebe jetzt geschälte gehackte Paradeiser dazu. Ich werde sie kurz mitbraten und dann mit dem Kochwasser von unserem Brot ablöschen. Ich bereite jetzt die Fülle vor. Meine Soße kocht schon. Und dafür habe ich mal Frühlingszwiebeln geschnitten und die Petersilie. Schneide ich auch grob. Gebe sie zusammen mit den gehackten Zwiebeln in eine Schüssel. Dann kommt das Fleisch dazu. Der Reis. Und die Gewürze. Paprika, Pfeffer, Knoblauch und Salz. Wer möchte, kann noch etwas Kümmel dazugeben, würde das Kraut vertragen. Schmeckt aber nicht jeder. Ich habe die blanchierten Blätter in kaltes Eiswasser gegeben. Das unterbricht den Garpunkt und sie behalten ihre schöne Farbe. Und wir werden sie jetzt füllen. Dazu lege ich zwei Blätter aufeinander. Dann setze ich die Fülle hinein. Auf der Seite auch ein bisschen einschlagen. Und dann fest einrollen. Damit es noch nach dem Braten ein bisschen netter aussieht, gebe ich noch außen ein Blatt Hamburger Speck herum und so lege ich es jetzt in meine Soße. Unsere Krautrouladen kommen jetzt in den Backofen, habe ich auf 180 Grad vorgeheizt. Und da drin werde ich sie jetzt ca. 20 Minuten fertig braten. Unsere Krautrouladen sind jetzt servierfertig. Ich habe noch einen Löffel Creme Fraiche in die Soße getan. Ihr könnt sie aber auch Natur lassen. Die Krautrouladen werden heiß serviert. Dazu passen Reis oder Erdäpfel. Das genaue Rezept und die genaue Anleitung gibt es für dich wie immer unter www.euromehl.com. Die Krautrouladen werden heiß serviert. Dazu gibt es auch den Saft, das genaue Rezept und die genaue Anleitung gibt es für dich wie immer unter
euromehl.com.